Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Und willkommen zu einem weiteren Live-Kommentar. Zu einem erneuten Live-Kommentar hier in Modern Warfare 2. Dieses Mal irgendein unbekannter Gast, den eh niemand kennt. Sag mal hallo. Ich hab die Grosch wieder hier und das ist übrigens Modern Warfare 3. Das ist übrigens Modern Warfare 3, meine Freunde. Meine positiven Freunde. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Dieser scheiß Sniper, jetzt beginnt schon wieder so richtig scheiße. Sorry Leute, wir ragen hier ein bisschen drum immer und immer wieder. Ich weiß selber nicht wieso, aber ich hatte gute Gameplays hier, aber irgendwie immer, wenn ich Live-Commentary versuche, sind meine Gameplays richtig schlecht hier. Ich weiß nicht wieso. Wahrscheinlich also ich muss wirklich sagen, er hatte wirklich ziemlich gute Gameplays nacheinander sogar. Ja. Oh aber mein Gott, jetzt. Das ist einfach Unglück, ja. Weißt du, in diesem Spiel muss man wirklich die perfekte Lobby finden. Ja, das ist so. In diesem Spiel muss man eine gute Lobby finden, eine gute Connection. Uns ist auch aufgefallen, dass hier nicht wirklich die beste Connection am Start ist. Ja, der Haptic, der hat immer wieder ab und zu mal ein paar Auslaster. Oh mein Gott, was? Oh Gott, von daher. Ich liebe dich. Hey Leute, ohne Scheiß, ne? Ich gebe hier wirklich mein Bestes gerade. Und ihr wisst ja auch, ich hatte nicht so wirklich eine MW3-Zeit. Ja, hatte er wirklich nicht, der gute Danny. Aber ja. Ich muss sagen, dafür, dass er MW3, ich sag mal, nicht so viel gespielt hat, ist er doch ziemlich gut. Ja, bist du jetzt fertig mit Schleim? Ja. Nee, eigentlich, Leute, müsst ihr wissen, er ist eigentlich richtig scheiße, wisst ihr? Ja, okay. Eigentlich mag ich ihn nicht. Ich hab eine Drohne. Herzlichen Glückwunsch. Oh, das ist ein Sniper, aber die hebe ich jetzt mal nicht auf. Verdammt, da liegen so viele Tags, Digga. Ich will das Spiel auch gewinnen. Das schaffen wir locker. Außerdem, es ist besser, immer weniger einzusammeln, dann kann man es besser kontrollieren. Oh mein Gott, Digga, ich sterbe wegen einem Missgeboten. Ich will sowieso früher oder später mal einen Road to Commander hier in Modern Warfare 3 machen. Aber erst nachdem ich meins in MW2 fertig gemacht habe und in Black Ops, dann können wir hier gerne mal über einen Road to Commander in MW3 reden. Richtig. Und ich bin wieder tot. Bastroid! Sorry. Oh, ich liebe Terminal. Ja, ich finde so geil, dass diese Map geremaked wurde. Ja, finde ich auch. Ja, auf einmal, ne? Aber vorhin hast du gesagt, die Map ist scheiße. Nein, ich finde es gut, dass sie geremaked wurde, weil Remakes immer gut sind, weil da immer die besten Maps genommen was? Wurden. Was? Digga, ich verstehe das Spiel nicht. Alter, ich habe 7:5. Ja. Denkst du, das liegt daran, wenn man redet, dass man schlechter ist? Ja. Echt jetzt? Definitiv, ja, wirklich. Es ist schwer, das kann man eigentlich selbst versuchen, wenn man das macht, ist es wirklich schwer. Oder zum Beispiel, wenn jemand reinkommt, die Mutter oder so, oder weiß ich was, und mit dir redet, dann stirbt man immer, wenn jemand im Zimmer ist, stirbt man. Ja, vielleicht spiele ich auch ein bisschen warum? Anders. Warum, weil man redet? Ne, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, oder vielleicht sitzt du nicht bequem. Ja, oder, Digga, ich sitze... Oh, oder dein Penis ist zu groß. Ach, da, was zum Teufel? Digga, unter mir lag die ganze Zeit ein Sniper und keiner hat ihn gesehen. Ja, siehst du? Keiner hat ihn gesehen. Das ist ja das Schlimme in diesem Spiel. Ja, was hat... Man kann so unsichtbar so sich verhalten. Ungewollt sogar. Ja, aber was kann das Spiel dafür, das frage ich mich. Ach so, ja. Da hinten ist ein Sniper, Digga, den will ich unbedingt eliminieren. Von hinten? Digga, ich will unbedingt meinen Heli haben. Das ist mein Traum, Digga, jetzt gerade. Ich mach zum Bauchmuskeltraining, Mann. Ja. Ich bin kurz davor zu sterben. Ich hab's im Gefühl. Ich hab einen Helikopter, Bro. Ja, mach ihn. Ich will erstmal meine... Die müssen in Zaun gehalten werden, diese elenden Drecksgegner. Warte, Digga, ich brauche eine bessere Waffe. Okay, gib mir die Sniper. Ja, nice. Ja, AH-6 Überwachung. Bestes Gameplay, haben Digga. Bestes Gameplay, Digga. Haben die auch immer gesniped? Okay, nicht wirklich bestes Gameplay, aber okay. Haben die auch immer gesniped in MW2? Auf dieser Map? Ja, diese Map ist eine übelste Sniper-Map, finde ich. Aber die ist auch wirklich geil zum Snipen, vor allem Fly for alle, Digga. Du gehst so ab mit der Sniper. Oh, verdammt, ich wurde angehittet. Oh mein Gott. Ich bin fast tot, Digga. Überlebe es. Wenn ich sage, du überlebst, ist es schon die beste Motivation. Ich gebe mein Bestes, Digga, um zu überleben. Komm, deine Streaks sind oben, die Gegner haben Angst. Ja. Rieche deren Angst. Tu ich gerade, Digga. Nutze sie aus. Oh, die riecht so gut, Digga. Oh mein Gott, ich wurde fast eliminiert. Ich will nicht sterben, Digga. Kann ich auch eine Moab erreichen ohne? Ja, na klar. Okay. Aber die Streaks zählen halt nicht mit, nur das, was du mit der Waffe machst. Ist ja klar. Ja, klar. Du mich auch. Ja, kann es sein, dass du Drogen nimmst, ja, ne? Ab und zu, ja. Ja, Haptic nimmt ab und zu mal Drogen. Ich will mal jemanden mit der Sniper killen, Digga. Da sind so viele Sniper da hinten. Jetzt leg diese scheiß Sniper ab. Komm, mach ein gutes Gameplay. Ja, tu ich doch, Digga. Ich will snipen, bitte. Ich bin tot durch eine Splittergranate! Ich finde eigentlich, Sniper hier haben nicht so wirklich den übelsten Nachteil. Ja, rede einfach ganz normal weiter, kein Problem. Ich finde, wenn man snipen kann, beziehungsweise wenn man relativ gut snipen kann... Okay, Digga, ich unterstütze dich von hinten. Ich meine, es klingt zwar komisch, aber... Ja, das klang ziemlich gay, aber... Ist okay, gefällt dir, ne? Ja. Oh, Digga, ich bin tot. Ich bin tot, Digga.
Was? EMP. Von wo bitte? Von wo bitte Digga, ein Spiel, EMP? Das Spiel läuft das halbe Spiel ist vorbei und er schafft jetzt erst seinen verfickten EMP. Ach so, ja, weil er Unterstützungspaket hat, ne? Ah ja, okay. Stimmt, voll peinlich, Digga. Schlechtester Spieler ever, Alter. Ich glaube mal, wir lieber weg. Nice. Ich brauche eine andere Waffe, danke. Ich habe noch nicht alle Waffen freigeschaltet. Oh mein Gott. Die kommen ins Spiel rein. Die joinen und werfen sofort ihre Granaten. Ja, sehe ich. Als wären die schon scharf, so, oh, eine Granate, schnell weg. Oh mein Gott, Digga, ich habe so Angst. Ich habe so richtig Schiss gerade. Ja, hast du ja auch eingeschissen? Digga, ich sehe gar nichts wegen dem EMP. Egal, hast du dir auch ein bisschen eingeschissen? Ja, habe ich. Ich bin voll feucht. RPG! Nein. Ich weiß gar nicht, wo die sind, Digga. Gar nicht. Also so wirklich null. Wegen dem EMP. Das ist ja richtig schlimm. Weißt du, was noch schlimmer ist? Ich weiß, wo die sind. Ja, da. Jetzt der EMP. Digga, weißt du, was das Schlimmste ist? Was? Ich laufe einem Teammate hinterher, die Rolltreppe hoch und der bleibt einfach stehen. Einfach so. Mach nichts. Einfach so. Als hätte er sein Gehirn abgeschaltet. Warum kriegt man immer die Noob-Teammates? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das bildet man sich ein, Digga. Ja, ist wirklich so, Digga. Guck dir das mal an. Hab die MK14, ist die gut? Ja, du musst die ziemlich schnell schießen. Okay, nice. Hab nicht so einen schnellen Finger, also nicht wundern, Leute. Ich bin Linkshänder und muss mit dem rechten Finger schießen. Das ist immer mein Problem, deswegen freue ich mich schon auf meinen Scuff. Ich werde ein Review auch dazu machen, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Da freue ich mich richtig drauf. Und auf jeden Fall müsst ihr euch das reinziehen, weil Leute, das ist gar wirklich. Ja, aber für die Xbox One, Beste, was man machen kann, für die 360 muss ich mir den wahrscheinlich selber kaufen. Ja, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Das Geld ist gut investiert. Ja. Denkst du, Drogen lohnt sich auch? Ja, ne? Nicht so viel wie ein Scuff. Okay. Scuff ist unerreichbar. Nice, Digga. Ein Scuff ist sogar eine Droge eigentlich. Ja, stimmt. Oh mein Gott, von rechts! Ich hab die nicht kommen sehen! Du bist ja auch blind. Wie dumm der ist, aber auch, ey. So, und auf einmal kriege ich Spezialistenbonus. Einfach so. Ja, ist bei mir auch immer so. Obwohl ich keinen Spezialist drin habe, aber ich kriege trotzdem Spezialistenbonus. Ja, du hast einfach... Du kriegst einfach die Special Power von dem Spiel. Das liegt einfach... Ja, definitiv. Du hast es in den Genen. Ja, auf jeden Fall. Du bist der Einzige, der Spezi bekommt, ohne dass du eine Streak auswählst. Genau, du mich auch. Kann es sein, dass du heute ein bisschen eine Überdosis genommen hast? Ja, und ne? ich muss dazu noch sagen, ich bin gerade mega happy, dieses wunderschöne Spiel hier zu spielen, weißt Echt? Du, das motiviert mich. Oh nice, Digga, wir haben gewonnen. Aber ich bin irgendwie Dritter, ich weiß nicht wieso. Ich hab mich sogar bemüht, Dogtex aufzuheben. Wie bin ich Dritter, Digga? Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn die Streaks den Kill machen, kriegst du weniger Punkte für den Kill. Als wenn du ihn selbst machst, deswegen, weißt du? Okay. Ja. Gut, das war's dann auch mit unserem Live-Commentary. Lasst euch mal in den Kommentaren wissen, ob ihr euch freut, dass ich einen Road to Commander Livestream mache. Was rede ich da eigentlich? Moment mal. Was habe ich gesagt? Road to Commander Livestream. Aber du meinst wahrscheinlich Live-Commentary. Ja, ein MW3 Road to Commander, nachdem Richtig. Wir. Sehr gut gemacht, Danny, sehr gut. Na, genau, Herzlichen sehr gut gemacht. Nachdem wir endlich mit den anderen Road to Commanders fertig sind, kommt auf jeden Fall hier noch ein Road to Commander. Danke fürs zu Ende schauen. Wenn es euch gefallen hat, bewertet das Video mit dem Daumen nach oben. Wenn ihr mehr auch MW3 sehen wollt, ist der kürzeste Weg, um uns das zu zeigen. Und Link in der Beschreibung zu Haptic. Danke, dass du mitgemacht hast. Du brauchst auch gar nichts zu sagen, weil dich eh keiner. Okay. Nein, Spaß. Ja, sag noch kurz was. Hi. Okay, alles klar. Du bist so ein Spaß, ey. Spaß. Ich liebe deine Muskeln. Ich auch. Okay. Bye, bye. Ciao. Nee, dein Ciao schält nicht mehr. Ich schneide das einfach raus. Okay.